Dieses künstlerische Podcast-Format ist eine Mischung aus Hörspiel, Soundart, Erzählungen und kuratorische Empfehlungen. Die erste Folge Electric Snow habe ich im Winter 2021 in den Bergen aufgenommen und im Laufe des Jahres an der künstlerischen Form für das Format und dem Gesamtprojekt Philo Audio getüftelt. Da sich der Winter eh wie eine Wiederholung des letzten anfühlt, ist es nun ein perfekter Startzeitpunkt. Session am ersten Weihnachtstag in der Sendung Metrohead Music von Metrohead People entstanden. Die Sendung wird immer donnerstags ausgestrahlt um 22 Uhr und wird immer von verschiedenen Moderatoren gehostet, unter anderem Thomas Beckmann, Martin Schäfer, Frank Bechtold. Mit Thomas Beckmann mache ich zusammen Musik unter den Namen Tobek Lumen und Frank und Martin haben ein Musikprojekt unter dem Namen Meta Morelli. So hieß die Sendung dann Tobek Lumen vs. Meta Morelli. So, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Das waren jetzt 2 Stunden Metroid Music von Metroid People. Live, improvisiert von Frank, Martin, Filomeno und von mir. FSK 93,0 oder vielleicht auch im Stream unter fsk-hh.org. Ein wahnsinniges Naturschauspiel in den Bergen und ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Eigentlich ist es wie ein Klischee von Weihnachten, wirkt überhaupt nicht real, weil alles so perfekt ist. Es ist total ruhig, ab und zu fährt man ein Auto aus der Ferne vorbei, die Sonne wirft abwechselnd einen Spot auf jeden Berggipfel, nachts ist sternklarer Himmel. Und es hat ein bisschen was Versöhnliches nach diesem Jahr. A lot has happened. Much more has been taken. All that's visible is hidden under the peaceful snow covers. Calmness is a delusion. Unseen restlessness, a permanent state. Nothing normal remains the same. Force changes as a much-needed opportunities. Everything makes sense. There's no need to understand it. Dezember 2020. Die Situation lässt nur ein Zoom-Weihnachten mit der Familie zu. Mit 4 zugeschalteten Parteien klappt es erstaunlich gut und Loriot hätte seine helle Freude gehabt. Ein verstimmtes Klavier, 2 kleine Mädchen, die gemeinsam Last Christmas Dorf spielen und eine mittelmäßige Verbindung. Adventszeit 2006 in Leipzig. Gemeinsam mit meinem Künstlerkollegen Viktor Kegli performten wir abwechselnd in unserer Schneekugelinstallation in dem Kunstraum Laden für Nichts. Winterdienst im Schüttelbild. 1-Euro-Jobber heißt die Arbeit, die wir auch auf dem Plateau der Hamburger Kunsthalle beim Baltic Raw Projekt 2012 wiederholten. Inhaltlich ging es um die Hartz-IV-Regelung und den Wert von Arbeit. Im Zuge der aktuellen Diskussion um die Relevanz von künstlerischer Arbeit und dass wir für 1 Euro mit einer FFP2-Maske Kunstschnee durch die Luft wirbelten, kriegt die Arbeit eine neue Dimension. Die Kommentare in den Leserforen wie dem Standard, dass wir KünstlerInnen uns mal einen vernünftigen Job suchen sollten, hier in der sächsischen Variante. Was ist eigentlich ein vernünftiger Job? Aber
Komm, ich lese mal. Ey, ich wollte lesen. Du kannst gar nicht Alter. Lesen. Ich stecke irgendwo rein. Das für ein Käse. Warte, Jelchen. Das ist es ja. Ey. Ist das ein Trottel? Ganz nach drinnen hofft, dass er noch irgendwo ist. Das war's! 2 Euro! Das war noch nicht mal 10 Minuten fürs Geld. Ey, wir wetten, dass das so ein Kunststudent ist. Der ist doch jetzt Die Künste müssen schön sein, die müssen nur da sein, Conny. Das ist ganz schön krank. Jetzt aber was, ich komme da rein über Euro. Ja, auch mit Sicherheit. Ich schmeiß das Ding da hier. 2 Euro für da. Ey, nee. 26. Dezember 2020. Feed Me, ein Kunstprojekt von Lisa Blaubrück aus Rotterdam. Ich werde immer wieder mal künstlerische oder soziale Essensprojekte vorstellen. Auf das Projekt bin ich aufmerksam geworden über einen gemeinsamen Freund, nämlich Rob Strick, ein Fine Art Künstler aus Groningen. Lisa Blaubrück hat eigentlich 2 Essensprojekte in Rotterdam laufen. Ein etwas älteres, das nennt sich Free Baklava. Da unterstützt sie einen Baklava-Imbiss. Das aktuelle Projekt heißt Feed Me. Und zwar zeichnet sie jeden Tag ein Wunschmenü, was sie gerne abends essen möchte. Man kann es für sie bestellen und liefern lassen. Als Dankeschön bekommt man die Zeichnung. Und die Idee dahinter ist auch, die umliegenden Restaurants zu unterstützen. Ich habe mich auch beteiligt. Ich habe tatsächlich einen Wiener Schnitzel unter anderem für sie bestellt. Da viele Läden aber zu haben oder nicht liefern, war das nicht so einfach. Am Ende habe ich ein Restaurant gefunden, habe es dort bestellt und es müsste hoffentlich gleich da sein. Das Projekt ist auf Instagram zu finden unter Lisa Blue Pants. 9. Dezember 2021. Mittlerweile hat Lisa eine Projektabschlussausstellung gehabt und mir die Zeichnung vom Wiener Schnitzel zugesandt. Leider wurde von der Niederländischen Post eine falsche Adresse an Hermes weitergegeben. Und so ist das Päckchen an einer nicht existenten Adresse angenommen worden. Bücklerstraße 2744 in Berlin. Guten Tag, Herr Fusco. Es tut uns leid, dass Sie Ihre Sendung aus den Niederlanden nicht finden können. Wir sind uns bewusst, wie enttäuschend das für Sie ist. Wir setzen alle Hebel in Bewegung, um diese wiederzufinden. Sobald wir ein Ergebnis vorliegen haben, informieren wir Sie. Herzliche Grüße aus Hamburg, der Kundendienst. Neujahr 2021. Wie wird das Jahr werden? Mein Glückskick sagt, Ihr Leben wird glücklich sein. Dazu passt eine Glückskicks-Performance, die ich auch mit Thomas Beckmann bei Konzerten in immer anderer Form live improvisiere. Hier meine Solo-Version aus den Bergen. Der Text ist aus Glückskeksversprechungen zusammengereimt.
Adventszeit 2020. Eine Adventsgeschichte von Vania Geier. Das Projekt heißt Adventskalender 2020, kein Waschsalon. Und sie beschreibt es mit für alle Hasen, Habibis, Alkoholsüchtigen und die Geister, Schnuss und Berüchtigten. Eine Geschichte über die Rückkehr nach Hamburg, über eine neue Liebe, illegale Partys, Kleinganoven und Auftragskiller. Die Geschichte kann man auf Soundcloud hören, wo sie jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember eine Folge runtergeladen hat. Für das Outro hatte sie mich gefragt, ob ich einen Song aufnehme. Sie hatte mir den Text zugeschickt. Und so brauche ich für diese Folge natürlich auch kein Outro. Papa. In Hamburg sagt man Tschüss und hier Papa. Papa. Der 6. Dezember 2020. Samstagnacht. Wie lang bleibst du noch wach? Ist es nachts oder wieder Tag? So gegen 4 oder 4:30? Wohl eher in der Früh. 2:37 Uhr. Sie schaute verstohlen auf die Uhr. Alle im Schuppen hüpften, verkrampften sich oder rieben sich aneinander. Sie nicht. Sie war dem Ganzen fern und trotzdem mittendrin. Niemand, der sich ernsthaft unterhalten wollte. Keiner, der etwas Unerwartetes tat. Alles wie immer. Alles Routine. Stumm. Pantomime. Aber selbst die Gestik fehlte ihr. Die richtige Haltung. Die richtigen Signale. Das ist essentiell. Ein Muss, um sich auf einer Party zu behaupten. Aber sie war nicht in Stimmung. Und diese zu erzwingen, kann nur nach hinten losgehen. Nicht hier und nicht da. Zu nah. Zu nah zum Tanzen. Aber zu weit, um zu spüren. Bekannte beschäftigt, die Fremden eher lästig, Musik zu leise, der Bass muss vibrieren. Sie wollte die Belastbarkeit ihres Körpers trainieren, Fratzen und Spatzen retuschieren, den Gegenüber kratzen, dann Lippen, die schmatzen, so unverständlich, so undenklich, so überschwänglich, bedränglich, unanständig. So schnell kann es passieren, zwei Menschen, die sich verlieren, zweifeln, verzweifeln, nichts dergleichen. Einmal wegschleichen, sich flüchten in andere Arme, in andere Schritte, um zu wissen, heute gehöre ich zur Mitte und nichts ist falsch an mir. Morgendlicher Unsinn, chronischer Trübsinn, heute gegen angekämpft, Gewissensbisse eingedämpft. Mit dir geht's heute nach Haus, noch ein Absacker, noch ein Schmaus. Willst du noch was essen? Schrie er, um gegen die Musik anzukommen. Die Hand fest, um ihre geklammert, klebend an ihren Lippen. Wartend auf eine Antwort. Richtung Jacken, aufheben und verschwinden. Fremde nicht ansprechbar, unsichtbar, kein Abschied. Noch was auf die Hand, Döner oder Pommes stand, antwortete sie gebannt. Gut, nach links, nach rechts, zu dir. Oh Gott, ich friere. Da drüben gibt's das Beste,
natürlich auch Falafel. Gesagt, getan. Einmal Falafel-Klassik zum Mitnehmen, unterbrach er Habib beim Putzen. Es lief ein ägyptischer Schlager in diesem relativ überfüllten Imbiss. Sei noch nicht vorbei, noch ein bisschen innehalten, also wir essen lieber hier, um 4. Die silberne Platte, das Brot geschwind beladen und verpackt, bezahlt bedankt, kurz geschnackt. Sie biss einen kleinen Fetzen vom warmen Brot, während er schon tüchtig dabei war, den Falafel zu bewältigen. Zwischen Kauen atmen, riechen, um mit Müdigkeit kämpfen, in die Augen schauen, lächelnd über diese Wendung des Abends, sich was Unübliches trauen. Du, ich kann nicht gehen. Du, bitte, ich brauche Zeit. Du, wir sehen uns wieder. Ich bleibe. Mit dieser Zeile, mit diesem Wort, ging er in die eisige Nacht fort. Keine Nummern getauscht, aber was Verrücktes vollbracht. Das Leben nimmt seinen Lauf. Wenigstens heute gelacht. Diese vielen Gedanken, neue Kraft tanken, vom vielen Alkohol noch schwanken, schon geht er durch die Tür. Beim nächsten Mal sicherlich. Schon war sie alleine. Habib formte die Kichererbsenmasse, die er daraufhin ins Öl zum Frittieren warf. Was hatte sie sich jetzt noch mal bei dieser Aktion gedacht? Den Typen, ja die Auslese von dieser Nacht, einfach so gehen lassen? Nach dem Turteln durch Gassen? Naja, sie wollte eben für die Zukunft etwas ändern. Sie wollte sich nicht mehr an der Nase herumführen lassen. Sie musste der Gewohnheit ein Ende setzen. Nach Hause gehen, sich waschen, was Kleines naschen, den letzten Blick auf die leuchtende Stadt erhaschen. Das wäre schön. Gibst du mir einen Tee? All diese unruhigen Gemüter machen mich zu schwach, um zu gehen. Wie lange musst du überhaupt noch hinter der Theke stehen? Einen Moment weilen, Ängste heilen, denn sie entschied diesmal für die Einsamkeit. Bereute es gleich, aber allerdings war sie besser gelaunt. Jetzt hatte sie keinen Stress. Ob sie ihm gefallen hätte, wäre sie ausreichend gewesen oder wäre es wie immer, zwei Fremde in einem Zimmer. Dreimal keuchen, einmal leuchten, Haut anfeuchten, seufzen, Raum verlassen, gute Nacht, bis bald. Aber sie werden sich nie wiedersehen. Ja, im Gegenteil. Nun saß sie mit einem Warmtee in einem Laden im Souterrain in einer gepflasterten Straße. Ein Katzensprung vom Meer entfernt. 4:43 Uhr. Geh nach Hause, meine Liebe. Sie ist ganz blass aus, ganz fertig, überraschte sie Habib, während er aus seinen Schlappen stieg, die Bank, auf der sie saß, hochkraxelte, um die Glühbirne auszutauschen. Schlaf, schlaf, schlaf. Die Blümlein schlafen. Alle schlafen. Die Laterne ist draußen an.